Die Highlights der WOC-Weltmeisterschaften. Platz 10 geht gleich an die Anfänge der Shows und die spektakulären Auftritte des Präsidenten der World WOC Union. Seit seinem ersten Sänftentragen wurde sein Erscheinen immer skurriler. Ob aus der Luft oder aus dem Eiskanal, jeder Auftritt ist eine Augenweide. Platz 9 geht an den Raketenmann, der mit zwei Düsen und 180 PS den Eiskanal hinunterschießen wollte. Wie gesagt wollte, denn die Raketen sorgten für so viel Schub, dass er die Kontrolle verlor. Aber wo andere scheitern, tritt er auf den Plan. Und so startete der Präsident schon bald selbst einen Versuch. Mit leichten Blessuren und ohne Raketen schaffte er es schließlich bis ins Ziel. Platz 8 erhalten die außergewöhnlichsten Fahrstile. Schon bald zeigte sich, dass eine kontrollierte Abfahrt für viele WOC-Piloten unmöglich ist. Und so kamen sie, die Dreher, die auf dem Kopf fahrten und natürlich die Rückwärtsfahrten, von denen einige schon kurz nach dem Start begannen und bis ins Ziel reichten. Und damit sind wir bei Platz 7. Der schnellsten je absolvierten WOC-Fahrt. Bis heute gehalten von Eltens Vierer WOC, der den sensationellen Topspeed von 114,5 Stundenkilometern erreichte. Platz 6 geht ans Tuning. Im Laufe der Jahre wurde überall getrickst, um die Schnelligkeit noch zu erhöhen. Unvergessen ist diese Konstruktion von Brösel Werner. Und natürlich der erschwerte Joey Kelly, der so viele Bleiplatten unter seinem Anzug hatte, dass er nur noch in den WOC gehoben werden konnte. Der Typ ist randvoll, meine Damen und Herren. Platz 5 geht an die spektakulärsten Zieleinfahrten, wie den TV-Total-WOC, bei dem die gesamte Crew nach einem Sturz als vier Schneemänner ins Ziel kam. Der sensationelle Dreher von Joey Kelly. Und diese Zieleinfahrt des Präsidenten, der ohne Sportgerät ins Ziel rutschte. Platz 4 geht an die langsamste Fahrt. Das ist Ailton, auch Kugelblitz genannt. Seinem Ruf konnte er bei dieser Sportart allerdings nicht gerecht werden. Statt immer schneller wurde er immer langsamer, bis er schließlich sogar im Eiskanal liegen blieb. Platz 3 geht an die berühmtesten Stürze in der noch berüchtigteren Kurve 9. Rekordfahrten im Einer-WOC. 4,5 Sekunden, was für eine Zeit will der Kelly hier hinlegen. Hoi, jetzt allerdings der erste Sturz für Joey Kelly. Eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Wir sind gespannt, Kurve 9, diese Geschwindigkeit. 91,3, neuer Geschwindigkeitsrekord für Hanke Schorsch. Natürlich die Führung, logisch. Und was für eine Zeit, was für eine Zeit. Bahnrekord, 54,84. Da haut's ihn in die letzten Ecken der Bahn. Platz 1 geht an eine Verletzung. Es war die erste WOC-WM. Der Vierer-WOC von Scooter stürzte. Und nie mehr war die Schadenfreude so schön wie an diesem Abend. Die ersten Verluste. Oh mein Gott, ich sehe Blut. Ich sehe Blut. Blut wo? Zeigt's uns groß. Da. Aber er lacht noch. Also, ich muss wirklich eins sagen. Also, nicht nur, dass Scooter aus dem WOC gekippt ist. Okay. Ja, wenn man so rumschreit, dann darf man nicht jammern. Ja, genau, ja? Das finde ich auch. Also wir sind froh und glücklich, Scooter sind im Ziel.